Das sind da auch. Charakteristisch für die analytische Philosophie ist zunächst eine gewisse Nüchternheit im Umgang mit ethischen Debatten, ethischen Fragen und auch mit brisanten ethischen Fragen, die sehr viel Emotionen aufwühlen. Also ich denke zum Beispiel an solche Fragen wie Abtreibung, Verhalten an den Grenzen des Lebens, Embryonenforschung, Euthanasie, Sterbehilfe. Das sind Dinge, die sehr existenziell bedeutsam sind, nahe gehen und zunächst einmal sehr starke gefühlsmäßige Reaktionen auslösen, auch vorschnelle Antworten, Vorurteile. Die Aufgabe des Analytikers besteht zunächst einmal hier eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Rationalität walten zu lassen, was nicht heißt, dass er nicht selber sehr starke Emotionen hinsichtlich dieser Themen hat, die ihm dann eventuell auch sehr in die Quere kommen. Dass er vor allen Dingen auch starke moralisierende Ansprüche hat, dass er eben neben seiner Funktion als Analytiker auch noch Prediger ist, auch noch Politiker ist, der ganz bestimmte Dinge befördern, unterstützen will. Als Analytiker ist er zunächst einmal damit befasst, auch hier die Spreu vom Weizen zu trennen, zu fragen, was ist eigentlich ein Argument für was? Was ist ein guter Grund für was? Welche Überlegungen kommen ins Spiel? Wie weit sind empirische, wissenschaftliche Kenntnisse relevant? Etwas, was Philosophen leicht ausklammern. Wie würden bestimmte moralische Antworten zum Beispiel auf die Gesellschaft zurückwirken? Wenn man mich fragt, was Philosophie ist, dann antworte ich immer, Philosophie besteht im Studieren von Argumenten, mit dem Ziel, die schlechten Argumente vernünftig von den guten Argumenten zu unterscheiden. So scheint es mir auch mit Sokrates angefangen zu haben. Moralphilosophie wäre demnach das Studium moralischer Argumente, um herauszufinden, welche Argumente hier gut sind und welche nicht. Was wäre denn eine Theorie der Ethik? Es wäre die Theorie guten und schlechten Argumentierens in der Moral. Es ist also nicht die Theorie des guten und schlechten Verhaltens? Nun, wenn man in der Lage ist, vernünftig zu argumentieren, dann ist man auch in der Lage, gute Argumente dafür zu finden, was gutes und schlechtes Verhalten ist. Aber die Vernunft kommt zuerst. Dadurch wird es erst philosophisch. In der Moral geht es um das, was wir als schlechtes oder gutes Handeln bezeichnen. Und entsprechend würde dann Moralphilosophie sein, das philosophische Nachdenken über, was das heißt, zum Beispiel schlecht zu handeln. Was bedeutet so eine Art Urteil, dass wir von etwas sagen, es ist nicht nur schlecht für mich, oder schlecht für jemanden, sondern wir sagen einfach hin, es ist schlecht oder so darf nicht gehandelt werden. Und dann überlegt sich die Philosophie, was ist erstens damit gemeint, dann werden eventuell Thesen aufgestellt, wie zum Beispiel, sagen wir in einer christlichen Tradition, das ist von Gott verboten worden. Dann überlegt man sich, wenn wir nicht mehr in so einer Tradition stehen, wie begründen wir es dann? Was haben wir da für Thesen? Wie verhalten sich die verschiedenen Auffassungen zueinander? Können wir es aus der Vernunft begründen, wie manche Philosophen glauben? Können wir es nicht? Manche Leute machen der Moralphilosophie den Vorwurf, sie gefährde die Moral, indem sie die Objektivität der Werte in Frage stelle. Was halten Sie von diesem Vorwurf? Dieser Vorwurf ist einfach lächerlich, denn so wie man sagen kann, es gibt keine objektive Werte, könnte man in der Wissenschaftstheorie oder in der Erkenntnistheorie ebenso sagen, es gibt keine objektive Wahrheit. Das macht aber die Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie keineswegs kaputt, sondern sie fängt ja gerade an dem Punkt, wo wir nicht mehr sicher sind, dass es so etwas wie Wahrheiten, die man einfach nur aufrufen muss, die man gewissermaßen einfach nur zitieren muss, gibt, sondern sie fragt, welche Wahrheiten lassen wir gelten aufgrund bestimmter Kriterien, vorläufige Wahrheiten, Erkenntnisse, die eben keinen Absolutheitsanspruch stellen, die aber dennoch einen gewissen mittleren Status haben zwischen absoluten Dogmen und so etwas wie bloßen Meinungen, bloßen Anmutungen, persönlichen Auffassungen. Also ich erlebe das sehr oft, dass gerade in der Öffentlichkeit, nicht im akademischen Bereich, also in der akademischen Spielwiese, sondern in der breiten Öffentlichkeit beklagt wird,
wie relativ alle Werte geworden sind. Und dafür wird gerade die Philosophie verantwortlich gemacht. Ich frage mich immer, wann waren die Werte einmal nicht relativ? Wollen diese Leute, die das beklagen, eigentlich zurück in Zeiten, als die Wahrheit in der Bibel stand, beim Papst? Ganz sicher nicht. Denn was ist denn der Gegenbegriff gegen Relativismus? Es ist einfach Fundamentalismus, ein Dogma, über das nicht mehr gesprochen werden kann. Ich meine, der Philosoph sollte sich hier nicht so schade sein, dieses Bedürfnis nach absoluter Wahrheit zunächst einmal in Frage zu stellen, das zu analysieren. Sind das nicht ganz kindliche Bedürfnisse nach Sicherheit, die hier eine Rolle spielen? Und gehört es nicht vielmehr zu einer angemessenen Vorstellung von reifer Entwicklung, von Denken, bestimmte Ambiguitäten, bestimmte Uneindeutigkeiten, bestimmte Spannungen, nicht nur in der Welt, sondern auch in unserem eigenen Denken und Fühlen auszuhalten. Und auf dieser prekären Schiene, auf dieser Gratwanderung weiterzudenken, ohne eine Absicherung links und rechts. Also ich bewundere jemanden, der diese Spannung als solche auszuhalten gelernt hat und der sich auf diesem Drahtseil auch noch wohlfühlt, sehr viel mehr als jemand, der nichts anderes zu tun hat, als sehr schnell wieder zu dem alten Wahren oder zu selbstfabrizierten Mythen zurückzukehren. Ja, das ist zweifellos ein Faktum, dass Rationalität und Emotionalität sich in vielen Hinsichten in die Quere kommen. Das ist auf keinen Fall abzustreiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Themen, wo die Antworten, die man als reiner Rationalist zu geben geneigt ist, einem selber sehr in die Quere kommen, weil man sie emotional kaum verkraften kann. Aber hier würde ich doch sagen, muss man zwei Dinge unterscheiden. Erstens das, was man aufgrund rationaler Kriterien für richtig hält. Und zweitens das, was man meint, auch leben zu können. Oder was man unter pragmatischen, also auch unter gesellschaftlichen Vorzeichen in der Gesellschaft durchgesetzt wissen will. Insofern gibt es hier nicht nur einen Konflikt zwischen Emotion und Ratio, sondern auch zwischen Politik und Philosophie. Nicht alles, was wir philosophisch für richtig halten, ist geeignet, ohne weitere Bedenken auch zu einer sozialen Norm gemacht zu werden. Ja, was ist denn das Attraktive an der Rationalität? Fragen wir mal so. Weshalb wollen wir denn Rationalität? Das Entscheidende ist doch, dass Rationalität verbindet, während Emotionen vielfach trennen. Das heißt, in Kommunikation, gerade wo es um emotionsgeladene Themen geht, ist Rationalität ein Katalysator oder ein ganz entscheidendes Mittel zur Herstellung eines Konsenses, einer gewissen Basisübereinstimmung in den Antworten. Solange wir emotional sind, sind wir als Subjekte, als individuelle Subjekte, unverwechselbar beteiligt. Sobald wir aber uns auf die Basis der Vernunft stellen, sprechen wir eine Sprache, von der wir zumindest erwarten, an die wir den Anspruch haben, dass sie von jedem verstanden wird. Und ein Argument, ein rationales, ein vernunftbestimmtes Argument, hat den Anspruch, von jedem anderen, der Vernunft hat, anerkannt zu werden. Dass dieses Argument nicht unbedingt de facto anerkannt wird, ist eine andere Sache. Aber das Entscheidende an der Rationalität ist dieser Anspruch auf Intersubjektivität, also auf eine gewisse Allgemeingültigkeit. Ich finde diese Gegenüberstellung Gefühl und Rationalität nicht besonders einleuchtend. Es ist klar, dass es moralische Gefühle gibt. Wo immer wir moralisch urteilen, urteilen wir immer gefühlsmäßig. Wir sind empört über schlechte Handlungen. Aber innerhalb so einer Empörung ist immer ein Urteil impliziert, dass die Handlung schlecht ist. Und darüber kann reflektiert werden. Ich glaube auch, dass Gefühle ihrerseits einen rationalen oder irrationalen Charakter haben können. Zum Beispiel ist häufig uns Pazifisten vorgeworfen worden, wir würden von der Angst her argumentieren und die Angst sei etwas Irrationales. Und ich finde, dass Angst vor etwas zu haben, was wirklich gefährlich ist, rational ist. Keine Angst zu haben, irrational.
Es ist erstaunlicherweise sehr wenig untersucht worden und ich halte das für eine ganz wichtige Aufgabe für Moralphilosophen, Ethiker oder für Philosophen im Allgemeinen, dass sie das Zusammenwirken von Faktenwissen und Normen besser studieren. Wie kommt es eigentlich, dass sie zusammenwirken können? Wenn ich darf, werde ich das an einem sinnfälligen Beispiel verdeutlichen. Wir beginnen mit einer Grundnorm, die ich jetzt, und darum nenne ich sie Grundnorm, nicht begründe. Ich sage, die Menschheit soll unter menschenwürdigen Bedingungen überleben können. Wenn wir dann also wissen oder zu wissen glauben, was ein menschenwürdiges Leben ist, dann können wir fragen, lässt sich das realisieren? Und nun stellen wir deskriptiv, beschreibend fest, wie viele Menschen auf der Erde schon leben. Wir stellen beschreibend fest, wie schnell die Weltbevölkerung anwächst, also etwa 2% pro Jahr, das sind 100 Millionen pro Jahr. Und wir stellen auch das Wachstumsverhalten fest, es ist nicht linear, sondern mindestens exponentiell. Wir können Prognosen machen, auch das ist deskriptiv, wie sieht es im Jahre 2000 oder im Jahre 2020 aus. Und es sind dann vielleicht 30 Milliarden, wenn es so weitergeht. Man kann sich darüber wieder streiten, aber das sind dann faktische Fragen. Aber ich nehme mal an, wir haben uns über die Fakten geeinigt, so wird es sein. Und dann werden nicht mehr alle satt oder es werden die Minimalbedingungen für menschenwürdiges Leben nicht mehr erfüllt sein. Das können wir dann aufgrund unserer Explikation und unseres Faktenwissens feststellen. Das ist dann eine faktische Feststellung. Es wird nicht reichen. Dann können wir mithilfe unserer Grundnorm eine weitere etwas speziellere Norm ableiten. Die Menschheit darf sich nicht so stark vermehren oder sie soll sogar abnehmen. Diese Formulierungen enthalten Wörter wie dürfen und sollen. Sie sind gewonnen nur mit Hilfe der Grundnorm einerseits, mit Fakten allein hätten wir es nicht geschafft und mit Faktenwissen andererseits, mit der Grundnorm allein hätten wir es auch nicht geschafft. Nun können wir fragen, wie ist es möglich, die Menschheit weniger wachsen oder sogar abnehmen zu lassen. Jetzt kommt wieder Faktenwissen, in dem Fall sehr einfach. Es ist die Todesrate zu erhöhen oder die Geburtenrate zu senken. Die Todesrate zu erhöhen ist mit unserem Begriff von Menschenwürde, den wir expliziert haben, nicht vereinbar. Also folgt, wir müssen die Geburtenrate senken. Was wir zuletzt gehört haben, war ein Argument. Was aber ist eigentlich ein Argument? Ein Argument ist ein Gebilde, das aus mehreren Sätzen besteht. Dabei soll das, was hier unten steht, die Konklusion oder auch Schlussfolgerung, aus dem folgen, was hier oben steht, den sogenannten Prämissen. Das heißt, wenn die Sätze, die hier oben stehen, wahr sind, dann muss auch der Satz wahr sein, der hier unten steht. Man kann sagen, die Prämissen sind Gründe für die Behauptung, die hier unten steht.